Wieder ein Dorf unter blau-gelber Fahne. Es gibt wenig Bilder, wenig Details über die Gegenoffensive der Ukraine im Süden, aber die wenigen wecken auch im Westen Hoffnung, dass Waffen wirken. Die Ukraine setzt westliche Waffen gerade unglaublich effektiv ein. Bei den europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und den anderen in der Kontaktgruppe sollte es also eine echte Bereitschaft geben, mehr Waffen zu liefern. Rammstein, die fünfte. Die Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich wieder auf der US-Militärbasis. Doch diesmal stößt jene Bereitschaft, mehr zu liefern, an praktische Grenzen, vor allem in Europa. Die Waffenlager der meisten Mitgliedstaaten sind vielleicht nicht erschöpft, aber doch weitgehend aufgebraucht, weil wir den Ukrainern schon viele Waffen gegeben haben. Doch nicht alle Lager sind leer. Panzer vom Typ Leopard wären lieferbar. Sie wären, was die Ukraine jetzt brauche, sagt der frühere NATO-Stratege Fabrice Potier. Die Augen richten sich jetzt wirklich auf Deutschland und auf alle Länder, die in Deutschland Leopard-Panzer gekauft haben. Die könnten sie abgeben, aber Berlin muss die Erlaubnis zum Export geben. Kein NATO-Staat liefert bislang Kampfpanzer westlicher Bauart. Diesen Wunsch der Ukraine schlug Berlin zuletzt am Sonntag aus. Rammstein könnte solche Linien verschieben. In jedem Fall würden die USA von Europa mehr Engagement fordern. Amerika wird betonen, dass die USA nicht allein die Militärhilfe für die Ukraine auffrischen werden. Botschaft wird sein, auch Europa muss seinen Teil übernehmen. Beide zusammen könnten aus Rammstein mehr machen. Die 40 Mitglieder als Garantiemächte für die Ukraine. Ein Gedankenspiel für einen Frieden irgendwann. Rammstein als Dauereinrichtung wäre ein Signal, vor allem an Russland, dass diese Staaten immer alles tun werden, damit sich die Ukraine verteidigen kann. Derweil feiert die Ukraine ihre Piloten und träumt davon, dass sie einmal umsteigen in die Kampfjets des Westens. Und in Kiew ist mir jetzt unsere Reporterin Katrin Eigendorf zugeschaltet. Guten Morgen, Katrin. Was erhofft man sich in Kiew von dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe heute in Rammstein? Ja, die ukrainische Regierung erhofft sich natürlich das, was sie seit Beginn des Krieges fordert weitere Unterstützung in Form von Waffen, aber nicht nur in Form von modernen Waffen. Es wurde ja gerade schon im Beitrag erwähnt, dass vor allem Schützenpanzer hier dringend gebraucht werden. Es sind auch Aufklärungsmöglichkeiten, um russische Artillerie zum Beispiel zu orten, die den Ukrainern sehr wichtig sind. Verstärkung in Artillerie, also Möglichkeit, auch über weite Entfernungen Russland anzugreifen, russische Stellungen anzugreifen. Ein wichtiger Punkt in der ganzen Debatte ist für die Ukraine aber auch Ausbildung ihrer Soldaten. Die Ukraine hat ja gegenüber Russland den großen Vorteil, dass sie über sehr, sehr viele engagierte junge Männer verfügt, die hier auch freiwillig an die Front gehen. Aber die verfügen nicht alle über eine wirklich professionelle Ausbildung. Und die wirklich fit zu machen für diesen Krieg, das ist den Ukrainern auch ein großes Anliegen. Du fährst heute nahe an die Front nach Charkiw im Osten des Landes. Dort, aber auch im Süden, da soll die ukrainische Armee mehrere Ortschaften zurückerobert haben. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das ist ein sehr differenziertes Bild, was sich hier ergibt. Es ist natürlich so, dass die Ukraine jetzt an diesen beiden Fronten, also einmal an der Front im Osten, also im nördlichen Donbass, und auch im Süden, im Cherson, was ja russisch besetzt ist, doch deutliche Erfolge erzielt hat. Es ist ihnen wirklich gelungen, vor allem im Süden, russischen Nachschub abzuschneiden. Das heißt, Russland kommt jetzt wirklich unter Druck und ist nicht mehr in der Lage, in der nötigen Menge sowohl Soldaten, aber auch Munition nachzuschieben an diese Front. Und es ist den ukrainischen Militärs auch gelungen, im
Donbass deutlich die Armee zurückzudrängen. Das setzt Russland unter Druck, aber man muss sich hier keine Illusionen machen. Dieser Krieg ist längst nicht in einer entscheidenden Phase für die Ukraine. Zum Beispiel die Stadt Kharkiv wird weiter schwer beschossen. Da hat sich ja mal eine Zeit lang etwas Ruhe eingestellt, nachdem es den Ukrainern gelungen ist, die russische Armee zurückzudrängen. Aber inzwischen die zweitgrößte Stadt des Landes ist wieder deutlich unter Beschuss und in ständigem Alarm. Was sicherlich in Ramstein ein Thema sein wird und, glaube ich, auch aus Sicht der internationalen Partner zu diskutieren ist, ist die Frage, wohin will die Ukraine eigentlich in diesem Krieg? Also wir haben es ja auf der einen Seite mit einer Verteidigungsform hier zu tun, vor allem im Donbass. Aber die Ukraine macht jetzt immer weiter deutlich, sie wollen auch Gebiete und dabei auch die Krim zurückerobern. Also sie haben ja zum ersten Mal auch eingestanden, dass sie auf der Krim militärisch aktiv sind. Da ist natürlich die Frage, gehen die internationalen Partner da mit und was ist eigentlich letztendlich das Kriegsziel? Interessante Informationen aus der Ukraine. Live aus Kiew war das Katrin Eigendorf. Vielen Dank.